Дорогие друзья, мы заканчиваем выпуск. Спасибо за внимание. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующее воскресенье. Передача из Пекина окончена. До свидания. Radio China International. Hallo liebe Hörer, im Studio in Beijing begrüßen Sie ganz herzlich Kunjie zu unserer Sendung. Nun die Nachrichten. Beijing. Die chinesische staatliche Nachrichtenagentur Xinhua hat am Sonntag einen Bericht über das 5-jährige Jubiläum der Seidenstraße-Initiative veröffentlicht. Darin wird der Entwicklungsprozess der Seidenstraßeninitiative in den vergangenen Jahren beschrieben und die Gleichberechtigung, Offenheit und der gegenseitige Nutzen der Seidenstraßeninitiative als wichtige Plattform zum Aufbau der Schicksalsgemeinschaft der Menschheit erläutert und dem Misstrauen mit starken Tatsachen begegnet. Darin hieß es, als der Chefentwerfer dieser Initiative habe der chinesische Staatspräsident Xi Jinping sie persönlich geplant und angeordnet und die Richtung für den Aufbau der Seidenstraßeninitiative gezeigt.